verbraucht. Raphael ist Kellner. Er und seine Freundin Johanna wollen heiraten und Kinder bekommen. Magdalena steht gerne auf der Bühne und engagiert sich politisch. Andrea hält Vorträge über Inklusion und liebt die Oper. Und meine Frage wäre, wie du dir dein Leben ungefähr so in 10 Jahren vorstellen würdest. Damit ich mehr Vorträge halten kann. Lass mich fliegen ist eine Dokumentation über 4 Personen, die ein Chromosom zu viel haben, mit Down-Syndrom leben. Ein Film über Wünsche und Träume, aber auch ein Einblick über Vorurteile und Hindernisse, mit denen sie konfrontiert sind. Sollen wir küssen? Ich wollte vor allem, dass man sich überraschen lässt. Man lacht viel in dem Film, weil Humor ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es soll ein Thema sein, das keine Schwere hat. Ich möchte dieses Tabu-Befürchtung wegbringen und zeigen, dass man über Behinderung reden kann und trotzdem Leichtigkeit haben. In ihrem ersten Kinofilm begleitet die gebürtige Französin Evelyn Fay ihre Protagonisten mit der Kamera durch den Alltag. Das war für mich ganz wichtig, dass sie den Raum haben, sie die Bühne haben und die Plattform Kino, damit alle Menschen die Möglichkeit haben, sie zuzuhören und ihre Meinung, ihre Weltanschauung erfahren. 2018 hat die in Wien lebende Regisseurin mit dem Projekt begonnen. 5 Jahre später läuft die 80-minütige Dokumentation in den österreichischen Kinos, etwa hier im Movimento am Linzer OK-Platz. Inspiriert wurde sie von der eigenen Tochter, die ebenfalls mit Trisomie 21 lebt. Es besteht immer wieder die Gefahr, wenn jemand mit einer Diagnose geboren wird, dass er oder sie sehr schnell in ein Nebensystem reinrutscht. Das heißt, dass er in ein Sonderschulsystem reinrutscht und dorthin mit einem Sondertransport transportiert wird. Das heißt, oft sind die Berührungspunkte mit der Mehrheitsgesellschaft nicht vorhanden und das ist schade. Ich will, dass andere Leute mich so sehen, wie sie andere Leute ansehen und nicht als Down-Syndrom-Mensch. 9000 Österreicher leben mit Down-Syndrom. Ihr Wunsch ist es, ernst genommen, in die Gesellschaft inkludiert zu werden. Denn sie sind eigenständig und voller Energie. Das zeigt Lass mich fliegen aktuell im Kino. Ich bin eine Feder. Der Wind ist die Freiheit. Lass mich fliegen.